Heute kommen wir zu zweimal oder viermal 8 GB 3000er Corsair Dominator Platinum RGB Speicher. Das ist der neueste von Corsair mit den neuen RGB Platinen drauf. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Darky. Durch unwidrige Umstände musste ich ja beim Studio-PC den Speicher austauschen und da habe ich gedacht, was machst du? Gut, habe ich gedacht, dann nimmst du den hier raus, verbaust den HyperX RGB im Studio-PC und dieser hier, habe ich gedacht, ja gut, du hast sowieso so viel Corsair dran, dann läuft das da auch über die Software. Musste ich da irgendwie nicht großartig umstellen und dachte, probierst du einfach den mal aus. Das haben wir getan. Ich wollte euch gerne zu diesem kleinen Austausch mitnehmen, gucken, wie das optisch aussieht. Also es ist auf jeden Fall besser geworden, kann ich schon mal verraten. Na, gefällt mir jedenfalls persönlich besser. Durch diese neue Technik lässt sich ja da wesentlich mehr RGB erzeugen. Und das war mir eigentlich wichtig. Ob der Speicher jetzt nun auf 3000 läuft oder auf 3.8 oder auf was weiß ich, das ist mir eigentlich in dem Moment egal, weil der Skylake kann es sowieso nicht. Der unterstützt, glaube ich, maximal bis 2666. Also unrelevant. Aber ich will jetzt auch nicht so viel quatschen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, euch mal das Zeug anzugucken, wie der so ist in live in Aktion. Und deswegen möchte ich euch gerne mitnehmen, wie üblich, zum, naja, wo geht's hin? Hardware-Check. So, jetzt schauen wir uns mal die Verpackung an. Sieht sehr schön aus, finde ich. Ist auch drin sehr gut verpackt, kann ich euch schon mal verraten. Ne, nehm mal so ein Zeug da raus, weil ich war ein bisschen im Stress. Also nochmal extra in Schaumstoff eingepackt. Optisch auch sehr schön gemacht, in matt schwarz gehalten. Eine tolle Geschichte. Wie gesagt, sauber verpackt. Da oben sind nochmal die LEDs drauf und an der Seite kann man, ist der dann auch nochmal beleuchtet. Das sehen wir nachher dann zum Schluss des Ganzen. Ne? Und ich setze mal zwischendurch rein und dann schauen wir, gehen wir mal zum Testball rüber jetzt. Und hier ist die Software von Corsair. Na, da kann man, wird er dann auch erkannt. Da sind auch meine anderen Gerätschaften. Hier kann man sich da verschiedene Farben, Modis einstellen. Wie viele Speicherbänke man drauf hat, bei mir sind es ja nun 8, steht es jetzt auch so und kann sich da nochmal das ein oder andere hinstellen, auf statisch, Regenbogen fahren, hintereinander leuchten, da geht also richtig, richtig viel, die Geschwindigkeit einstellen, es ist eine ganze, ganze Menge. Dann gibt es natürlich da bestimmt auch noch, da kommen wir glaube ich auch noch einmal zu einigen Daten, die man da noch auslesen kann, Benachrichtigungen. Also man kann sich da mehrere Profile anlegen und das auch jederzeit umstellen. Ich stehe ja nun bekanntlich auf die Rainbow und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, darunter findet ihr dann noch diverse andere Einstellungen. Na, man kann das alles auch synchron laufen lassen mit den anderen Geräten und. Hier gibt es nochmal die ganzen Daten und naja, was es da so Schönes gibt, die Temperaturen angezeigt. Also ist eine schöne Sache, finde ich. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Software von Gigabyte an. Und CPU-Z, ich habe ein bisschen laufen lassen. Na, da auch also alles ganz völlig normal. Ich habe den Speicher da dort nochmal hochgedreht auf 3000 im BIOS auf steht ja dann auf 2099 und das reicht mir eigentlich. Ich brauche den jetzt hier nicht wesentlich übertakten, das ist Blödsinn. Das XMP-Profil ist eingestellt im BIOS und reicht mir eigentlich so. Ne? Also die Voltzahl ist, glaube ich, angegeben mit 1,2 bis 1,35, wenn ich mich nicht, aber ich glaube 1,35 war das. Ne? Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ich will mich ja nicht verquatschen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie die ganze Ausleuchtung denn so ist. Ne? Also ich finde das schon heavy. Ne? Also davon 8 Stück drin, macht schon ein bisschen was her. Ist noch mal irgendwann Zukunftsmusik. Aber da ich noch nicht genau weiß, wo wir hingehen, letztendlich bleiben jetzt erstmal bei 32 GB. Ist völlig ausreichend. Ne? Wie gesagt, schöne Beleuchtung. Mir gefällt es sehr gut, passt sehr gut ins System. Ja, und dann sehen wir uns gleich dann hinten zur
Endbesprechung wie immer. Ja, vom optischen Eindruck finde ich ihn super toll, also gefällt mir sehr gut. Wesentlich mehr Licht finde ich persönlich. An den Seiten ist er dann hier auch nochmal beleuchtet, wenn man so ein bisschen seitwärts guckt. Leistung stimmt auch und einstellen per XMP ließ er sich eigentlich auch relativ gut. Ja. Letztendlich wird sich irgendwann mal dieses System sowieso verändern und dann kann man die Speicherbandbreite dann auch voll nutzen. Aber das ist noch ein langer Weg. Schauen wir mal, was uns die Zeit so mir noch bringt. Weiß ich noch nicht, was ich da genau mache. Ansonsten, ich finde, toller Speicher, es gefällt mir sehr gut. Hat zwar eine ziemlich hohe Bauhöhe, aber scheinbar lässt sich das irgendwie auch nicht anders regeln. Ist in Ordnung, also ich habe Platz. Na, ich kann noch weitere 4 Stück davon verbauen, was irgendwann auch noch mal stattfindet. Jetzt ist halt der Kit 4x8 drin. Kann jetzt immer noch 4 weitere Steckplätze erweitern. Bis auf 64 werde ich wohl irgendwann mal machen. Und dann reicht es dann auch langsam, weil alles andere mehr als 64 GB, ich denke mal, ist schon sehr übertrieben. 1632 ist schon ganz schön heftig. Ja, also mir gefällt. Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr von dem Speicher haltet. Gequatscht ist ja nun genug vorne, die große, aber die Tests wollte ich ja auch nicht machen. Na, das haben andere schon getan. Mir ging es rein um die Optik, um das gleich hier mal klarzustellen, damit ich nicht wieder irgendwelche blöden Kommentare kriege, die sowieso nicht sein müssen. Nur mal so am Rande. Na? Andere Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, das war es soweit mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst doch bitte ein Abo da oder hebt den Daumen in die nördliche Richtung. Alles zum Speicher selber findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Na, da sind die Amazon-Links drauf, könnt ihr gerne draufklicken. Würde ich mich drüber freuen. Oder die Herstellerseite werde ich euch auch nochmal verlinken. Ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Das nächste Video ist wie üblich am Start. Na, und wie die eine oder andere gemerkt haben, hat sich diese Woche einiges verschoben. Ist halt durch hohen Arbeitsaufwand, ging es nicht anders und musste sich da so ein bisschen umdisponieren. Nur mal am Rande. Wie gesagt, ich sage jetzt Tschüss, bye bye und hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Hardware Gaming Software Check. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bis zum nächsten. Macht's gut. Hardware Check.